Herzlich willkommen zu Playa del Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Heute Samstag, der 9. Dezember 2023. Wir sind wieder unterwegs an der Playa del Palma auf Mallorca bei rund 18 Grad haben wir heute. Wieder sehr schönes Wetter. Die Sonne kommt fast komplett durch, so ein paar kleine Wölkchen sind immer noch davor. Wenn man hier an der Playa rumläuft, direkt durch den Wind ist es ein kleines bisschen frischer. Ab der zweiten Linie könnte man eigentlich schon im T-Shirt rumlaufen. Aber der Wind, der ist halt irgendwie immer wieder Thema hier. Deswegen mit Jacke und Pulli ist schon besser, bevor man sich wieder erkältet. Ja, war richtig gut gestern Abend wieder. Ne? Habt ihr gesehen, Carolina hatte den Auftritt um 22.30 Uhr. War wieder einiges los. Wie ihr schon öfters erzählt, Wochenendtourismus ist aktuell wieder hoch im Kurs. Unter der Woche wenig los, aber Freitag, Samstag ist der Bierkönig immer ganz gut besucht. Und ich bin da gestern noch am Ende vom Video am Hello the Club vorbeigegangen. Die haben spanische Nacht. Ich hatte gestern noch was vergessen dazu erzählen, deswegen jetzt. Ja, spanische Nacht haben die immer am Wochenende. Eigentlich dachte ich immer, es wäre nur freitags. Aber ich habe eben noch eine Instagram-Story gesehen, dass heute auch wieder offen ist. Und da waren noch ein paar andere Instagram-Stories. Die hatten auch einen Auftritt, ein spanischer Sänger. Und da war auch sehr gut besucht innen drin. Ja, also auch die Spanier können hier im Winter an der Playa feiern. Nicht nur im Tabana ist einiges los mit den Spaniern, sondern auch im Hello the Club. Ja, ist doch schön, ne? Also immer was geboten hier. Es ist nicht unbedingt meine Musik, spanische Musik. Oder spanischer Rap oder je nachdem, was da auf verschiedene Musikrichtungen stattfinden. Ich glaube, das kostet auch Eintritt da. Muss ich mich mal erkundigen. Ja, was steht heute auch im Programm? Heute ist Samstag. Das heißt, der Bierkönig wird wieder ganz gut besucht sein später. Heute ist kein Auftritt. Den machen sie aktuell immer freitags. Nächste Woche müsste dann wieder Tobi dran sein. Und ja. Ich laufe jetzt erstmal ein bisschen was hier rum. Ein bisschen die Sonne genießen. Später habe ich noch ein bisschen was zu tun zu Hause. Also Wäsche waschen und Sachen, die euch wahrscheinlich langweilen werden. Deswegen brauche ich dazu nicht viel zu erzählen. Ich mache mich weg und dann laufen wir noch ein kleines bisschen hier an der Playa lang. Ja, die Vorhersage für die nächsten Tage wird sogar ein Ticken wärmer. Morgen 19 Grad, übermorgen 20 Grad. Viel Sonnenschein dabei. Kann man sich beschweren, ne? Für fast Mitte Dezember.
Das war Playa de Pampa Kompakt Tag und Nacht am Ballermann. Wenn euch mein Video gefallen hat und ihr mich noch nicht abonniert habt, dann hinterlasst ja gerne ein kostenloses Abo, schreibt einen Kommentar, hinterlasst einen Daumen und folgt mir auch gerne bei Instagram und bei TikTok unter dem Namen Playaholica. Buenos, adios und tschüss.